Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Und wir beginnen mit dramatischer Musik, denn heute ist es soweit, wir gehen wieder mal in eine Höhle. Wieder mal. So, und ich starte jetzt erstmal den Server. Jetzt mach mal hopp, hopp, hopp. Preparing Spawn Area. So much recipes. Genau. Mehrspielermodus. Ja. So, und jetzt kommt erstmal Tchaikovsky um die Ecke. Ja, und ich habe nämlich. Moment. Ich muss gerade nochmal hier. Mail beenden, weil sonst flabbern mir dauernd die Meldungen rein. Ja, der Tchaikovsky ist natürlich wieder mal zu leise. Aber das ist mir jetzt egal. Ich habe zwar eigentlich Dingens Lautstärke anpassen eingestellt, aber gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. So. Ja, was wollte ich denn sagen? Ach genau, wir wollten mal gerade slash plug. Nein. Machen wir noch slash pl. Plugins, zwar zwei, und zwar einmal den ja, okay, da habe ich den Namen noch nicht richtig nicht angepasst gehabt, aber was dieses Plugin eigentlich tut, wo Plugin Test steht, das ist meine Recipe API. Ja, keine gute Idee rauszugehen. Ich wollte eigentlich mir noch meinen Bogen holen, wenn ich schon Pfeile dabei habe. Aber das lasse ich vielleicht doch besser, wenn es draußen dunkel ist. Ja, also Sache ist, ich habe mir... Moment. Halt, ich habe ja immer da drüben die Fackeln. Hallo? Ja, Tchaikovsky flötet hier natürlich fröhlich um die Ecke. Und ich sehe hier auch gerade nicht besonders viel... Genau, Pech gehabt. Diese Recipe API, die beinhaltet nämlich einige, ja, besondere Items, die ich mir mal spaßeshalber implementiert habe. Das, was man da gesehen hat, das war die Spot-Message, also die Spot-Nachricht. Ja, hallo Tchaikovsky, wie geht's denn? Ja, also auf jeden Fall, die beinhaltet, das ist halt die Spottnachricht, wenn halt nichts droppt. Die kann ich hier auch wieder ausstellen. Aber, ich lasse vorerst mal an, weil da gibt es nämlich eine sehr lustige Spottnachricht dabei. So, wir krabbeln uns hier mal die Kohle aus der Wand. So, ja, hier hinten ist ja nichts mehr, da ist nur die Erde. Ja, dramatisch, dramatische Musik. Moment, ich muss gerade mal was gucken. Ja, geht aber eigentlich. Ich hoffe mal, das passt alles. So, zurück, ja. Ja, das dürfte eigentlich okay sein. Und was ich übrigens mal endlich gefixt habe, das Problem, was ich in Skyblock hatte, also das Problem mit dem, dass es heller und dunkler wird, das habe ich gefixt. Es lag nämlich an einer Textur, die leicht fehlerhaft war. Aus meinem selber hier zusammengeschusterten Pack. Nämlich diese Vignette-Datei, also diese Vignette-PNG, die war etwas, ja, die hatte ich etwas falsch gebaut. Weil die war halt irgendwie weiß, die Textur. Also das war im Prinzip eine weiße Datei. Also, ja, wenn du die halt im Text als Bild angeschaut hast, war es halt weiß. Das Problem ist aber, die Vignette PNG, die normale, die ist halt innen rein schwarz, außen halt ein bisschen heller. Und demzufolge war dann halt das Ganze nicht so ganz richtig. Naja, so, was wollte ich noch machen?
So, machen wir hier mal Licht. Licht, Licht. Ah. Hallo. Heute ist wohl nicht dein Glückstag. Genau. Die Spottnachricht erinnert mich wieder daran, dass ich ein Plugin drin habe. Naja. So, haben wir da hinten eigentlich irgendwas vergessen? Ja gut, abgesehen von dem Haufen Kohle hier in der Decke. Ja, und was dieses Plugin für Items beinhaltet, werden wir hoffentlich noch sehen. Das sind 4 verschiedene Items, wobei die Chance, dass ein Item droppt, ja, ungefähr ein Viertel ist, weil weil der Würfel einfach eine zufällige Zahl, und wenn diese Zahl unter 0,25 ist, dann wird ein Item gedroppt, wenn nicht, dann nicht. So, und ich finde es gerade nicht so besonders toll, dass die Sonne mir gegen das Fenster scheint. Ich habe zwar die Vorhänge zu, aber das bringt ja auch nicht wirklich viel. So. Alter, finde, wie viel Kohle ist denn hier in der Wand? Ja. So, jetzt haben wir hier alles rausgegrabbelt. Wobei, wenn ich hier sicher stehe, könnte ich eigentlich auch einen Shader anmachen. Optionen, Grafikeinstellungen, Shaders. Genau, CUDA. So, Moment mal, gerade gucken. Ja, das ist immer noch Tchaikovsky. Fertig, 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 fertig. Wow, Alter, was hat denn der da drin? Motion Blur oder was? Wow, nee, den mache ich lieber wieder raus. Ah, hey, hey. Ich hoffe mal, ich stehe hier sicher. Und während ich jetzt mal so rumstehe, gucke ich, dass ich mir den alten Shader wieder reinziehe. Shader Packs, CUDA, CUDA, CUDA. Weil der Blur, der ist da so eine Sache, die ich nicht mag. Nee, halt, ich will den da. Genau. Der. Ist zwar nicht unbedingt perfekt, aber. Und es laggt auch ganz leicht, aber es sieht irgendwie interessant aus mit dieser Beleuchtung. Die Höhle sieht dann schon gleich viel gruseliger aus. Ja, und die Fackel leuchtet natürlich in der Offhand nicht, aber. Das ist ja auch halb so wild. So. Alter, ist das der Sackduster hier. Dann will ich eine Fackel dranhängen. Naja. Das nehmen wir mal gerade mit. So, ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein paar Mal mehr Monster treffen. Ja, aber gut, jetzt merke ich auch, dass es so leicht laggt hier, aber eigentlich noch relativ flüssig. Genau, da wollten wir ja auch mal runter. Oh, das ist Lava. Mr. Lava, Lava. Hallo? Zu Besuch bei Mr. Lava, Lava. So. Alter, ist das hier gerade sackduster? Warum mal nicht? Gut, was der Shader halt nicht beherrscht, ist Fackel in der Offhand. Aber der andere, der hatte mir irgendwie so einen komischen Blur drin oder so und was auch immer. Und das ist eine Sache, die ich nicht mag, und vor allem zieht die eh nur an der Performance. So. Tchaikovsky ist mir jetzt aber immer noch momentan ein bisschen arg leise.
So, hallo. Die Lava ist recht hell. Haben wir zufälligerweise, ja gut, doch, zufälligerweise haben wir Kobbel dabei. Hallöchen. So, machen wir da mal da einen hin. Und dann da einen, und dann da einen, und dann, da einen. Ich merke, wir haben kaum noch Fackeln. Aber ja gut, Sticks haben wir ja noch dabei. Das ist von daher eigentlich nur halb so wild. Das Eisen da holen wir gerade noch. Ich dachte, das unten wäre Obsidian. Das sah irgendwie so dunkel aus. Das sah aus wie Obsidian. What? Ja, okay. Kommt hier noch einer. Alter. Ach ja. Scheiße, wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben keine Fackeln mehr. Fuck, wir haben keine Fackeln mehr. Na, ja, okay. Wir brauchen wieder neue Fackeln. Das ist ja ungefähr hier. Dann hier nochmal Fackeln drauf. So, ein 64er Stack. Alter, warum klickt die Spitzhacke wie verrückt? So, den packen wir mal dahin. Das packen wir da wieder rein. Und dann, ja. Und ich habe auch schon gesehen, dass da unten meine Konsole mal wieder mit Fehlern gespuckt hat. Wenn ich nämlich kein Item in der Hand habe, da gibt es irgendwie eine Fehlermeldung, warum auch immer. Liegt eventuell daran, dass ich das Blockplace-Event irgendwie ein bisschen modifizieren musste für meine Aktion. Hallo? Also. War das lang jetzt nicht? Oder? Nee, das liegt. Naja, das ist ja kein Block, der platziert wird. Das ist höchstens ein Item, ein Interact-Event. Hallo. Ja, ich glaube, ich muss da das Plugin nochmal ein bisschen. Hallo? Wer ist da vorne? Ah. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Seien Sie brav. Oh, oh. Verdammt, jetzt gerade mal kurz zum Server runter. Weil ich nämlich gerade mal meinen Rechner laden muss. Weil der braucht nämlich Strom. Achso, stimmt. Ich habe den hier Stecker ja hier direkt nebenan liegen. Hätte ich ja auch auf dem Server drauf bleiben können. Ja, ich weiß, ich bin ein alter Schisser. Hallo. Ja, genau. Pech gehabt. Aber er hat uns einen, ja, fast kaputten Bogen gedroppt. Super. Ja, ich liebe es. Hallöchen. Was ist das da hinten? Nein, das ist nichts, außer hier so ein bisschen Erde. Wir können nach da, wir können nach da. Gut, super. Ach nee, da unten. Ach, Gold, Gold, Gold. Und direkt hinten dran natürlich Lava, war ja klar. Nee, natürlich nicht. Das war jetzt nur, um eure Aufmerksamkeit wieder zu kriegen. Alter, wie lange macht denn der Tschaikowski hier noch? Also, Herr Tschaikowski sind sehr ausdauernd, muss ich schon feststellen. Also, wir essen jetzt erstmal was.
Ich habe hier irgendwie einen sehr hohen Fackelverbrauch. Ja. So, okay, das scheint was Größeres zu werden. So, ja. Wir müssen noch ein paar Monster mehr treffen, weil sonst habe ich das Problem, dass die ganze Zeug nicht richtig droppt. Also dass es mit dem Drops ein bisschen kompliziert wird. Da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht doch ein bisschen zu gering. Aber egal, das, da bastel ich jetzt nicht an der Wahrscheinlichkeit rum. Ich hoffe einfach, dass wir ein paar mehr Drops vermuppen können, also ein paar mehr Mobs verkloppen können. Eisen nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Solange halt, bis unser Inventar voll ist, und dann hauen wir ab. So, passt. So, da unten ist ja noch Kohle. Das ist ausgeleuchtet genug. Da kommen wir her. Hat gerade so einen komischen Schein gehabt. Flabbert gerade irgendein Viech neben mir vorbei. Okay, da hinten geht's weiter. Okidoki. Genau. Ich habe heute leider kein Spezialitem für dich. Das war das, worauf ich auf jeden Fall auch gewartet hatte.